Worum geht es im Stellvertreter? Auf die einfachste Formel gebracht. Ich habe so einfach eben auch in der Pressekonferenz gesagt, es geht um die an sich selbstverständliche, um nicht zu sagen banale Forderung. Guckt nicht weg, feige, wenn euer Nachbar verschleppt wird. Und ihr wisst, er wird verschleppt zu seiner Ermordung. Und die Schuld, feige wegzugucken, wozu wir alle neigen, ist natürlich höher in dem Maß, in dem ein Mann, in dem ein Mensch selbst den Anspruch erhebt und mächtig ist, den Anspruch erhebt, der Stellvertreter Gottes auf Erden zu sein. Natürlich wird ein Papst, wenn er schweigt und wegguckt, unvergleichlich schuldiger als der Trambahnschaffner. Und das ist das Thema des Stücks. Gerade dieser Papst hatte ja einen ganz besonderen Einfluss in Deutschland. Ja? Er hat ja Hitler international salonfähig gemacht. Durch das Konkordat. Indem er 1934 bereits als Nuntius Pacelli in Berlin das erste das wichtige Vertragsverhältnis, ja, das Dritte Reich unerwartet abschließt, ja. Ja, erfolgt mit dem Vatikan. Natürlich. Und es ist natürlich erfolgt, dieses Konkordat, als Pius, der nicht ein Funken Demokrat war, schon die Zerschlagung der Weimarer Republik, das Parteienverbot, die ersten antijüdischen Ausschreitungen und Gesetze, das hat er alles schon gekannt, gewusst und hatte dennoch keine Hemmung, dem Hitler dieses international ganz bedeutende Geschenk zu machen. Das in seinem Interesse liegt. Also er macht Realpolitik, ja, ja, auf der Seite der Kirche. Ja, ja, natürlich. Er hat ja auch, hat sich ja auch sozusagen daran gehalten, weil er nur im Stillen, war erst seit Kriegsbeginn, Priester ermordet hat. Und wenn man sagt, was gingen diesen Christpapst, schließlich die Juden an, er hat ja auch für die 3000 eigenen Söhne, nämlich die Priester der katholischen Kirche, die Hitler umgebracht hat, nicht in einem einzigen Fall ein Wort eingelegt. Das hat sich denen gegenüber genauso eisig verhalten, man kann nicht mal sagen feige. Denn es wäre ihm ja gar nichts passiert, wenn er versucht hätte, den Krallen der Gestapo und der Lager einige dieser katholischen Priester zu entreißen. Der ehemalige Botschafter Hitlers in Rom, der am 20. Juli dann aufgehängte Ulrich von Hassel, schrieb in sein Tagebuch, warum lässt Rom Galen zu allein kennen? Wir müssen unseren Jüngern, Zuschauern erläutern, wer Galen war. Er war Bischof in Münster und hat riskiert, von der Kanzel gegen den Mord, die Euthanasie, an Geisteskranken zu protestieren. Und Hitler hat tatsächlich diese sogenannte Euthanasie abgeblasen und hat gesagt, das machen wir nach dem Endsieg. Und von Hitler gibt es das Wort, wenn meine Mutter heute noch lebte, während des Krieges, dann würde sie auch in die Kirche gehen und ich könnte und wollte sie nicht daran hindern, wenn die Kirche mir hilft, den Frieden im deutschen Volk während des Krieges zu bewahren, das ist mir wert, mit ihr zu paktieren. Sodass also der Vatikan und der Papst Pius eine ganz außerordentliche Macht besaß. Er war der einzige Neutrale, den man nicht für einen Propagandaredner gehalten hat. Und wenn man bedenkt, wie viele Katholiken ja auch in Hitlers Armee und in den Armeen seiner Verbündeten noch viel mehr mitmarschiert sind, dann hätte ein Protest dieses Oberhauptes der Kirche unabsehbare Folgen für die Nazis gehabt. Der Russlandfelser ist ja vollkommen irrational erfolgt. Es gibt eine ganze Menge Äußerungen von Hitler, dass er durchaus Angst, mir wird immer ganz mulmig, wenn ich daran denke. Es ist eine Äußerung von ihm über seine lustige, pikante Geschichte. Wann hat er den Befehl zum Überfall auf Russland, den Geheimbefehl zum Unternehmen Barbarossa losgelassen? Am 18.12.1940, wenn du zwischen dem 18. und der 12. den Punkt wegstreichst, kommst du auf das Jahr 1812, auf die Katastrophe der napoleonischen Armee in Russland. Die Geschichte macht sich auch ihre Witze mit uns. Aber du glaubst nicht an Sterne?
Ja, oder ich glaube nicht an Sterne, aber ich glaube doch an die Macht des Irrationalen. Dass das Mendel-Tickel sich in kleinen Zeichen zeigt. Vielleicht. Man muss auch den Blick dafür haben, natürlich. Ich erlebe, dass mit 70 Jahren sämtliche Fähigkeiten erheblich reduziert werden, aber eine Antenne wächst, nämlich die für Gedankenübertragung. Es ist unglaublich, was man erlebt, und es gibt nicht den geringsten wissenschaftlichen Hinweis, wie Gedankenübertragung zustande kommt. Du erlebst das auch. Nicht nur Banalitäten, dass du morgens beim Rasieren denkst, der könnte auch wieder mal schreiben, hat er das 4 Monate nicht geschrieben, mittags ist dann sein Brief da, sondern auch in bedeutenden Fragen. Und das lässt mich doch hoffen, dass es auch anderes gibt, was irrational ist, aber Zusammenhänge andeutet, von denen wir nichts wissen. Es ist sicherlich sehr gut, dass wir nicht alles wissen. Es gibt so eine Art Durchstrom, eine Art Grundstrom. Ich denke das. Ja? Und den kann man lesen. Ja. Wie bist du eigentlich auf diesen Stoff gestoßen, der Stellvertreter? Das war so banal wie möglich. Ich war nicht mehr in der Hitlerjugend, aber ich war bis zu meinem 14. Lebensjahr Pimp. Ich wurde am 1. April 1945 14. Am 3. April besetzten die Amerikaner meine Vaterstadt Eschwege an der Werra. Am 4. April wurde mein Onkel Holzapfel anstelle des Nazis zum Bürgermeister ernannt. Und dann zeigte man uns, nachdem die Kinos vielleicht 8 Wochen, 9 Wochen, weiß ich nicht mehr, geschlossen waren, in der ersten Wochenschau, die wir wieder sehen durften, Fernsehen gab es ja nicht, zeigte man uns, wie die Amerikaner Buchenwald 100 Kilometer östlich von Eschwege aufmachen und wie der machtvollste Soldat des Jahrhunderts, nämlich General Eisenhower, weinend diese Skeletthalden ansieht, die Verbrennungsöfen. Im Buchenwald wurde nicht vergast, aber so viel gestorben, dass man da natürlich ein großes Krematorium hatte. Und dann kamen die Vorwürfe, die sehr berechtigten. Und selbstverständlich musste ja dann die Frage auftauchen, warum hat denn der eigentlich nichts zu diesen Verbrechen gesagt, der nach seinem eigenen Maßstab sogar der Stellvertreter Gottes auf Erden ist. Diese Frage ist ja unabweisbar. Und je mehr ich mich dann in das Diplomatische vertiefte. Ich stand als Junger, der schreiben wollte, dermaßen unter dem Eindruck Thomas Manns, dass ich gar nicht auf die Idee kam, ich sollte Stücke schreiben, bis ich den Einbruch des Gerstein in die päpstliche Nunziatur zu Berlin erfahren habe. Und da hätte mir auch der Dümmste gemerkt, das ist kein Romananfang, sondern das ist eine wunderbare, dramatische Situation. Die Exposition für ein Drama. Und um diese Exposition, und damit fing es an. Das geht dann und, wie eine Maschine. Jawohl, und dann war die Herstellung der Handlung war überhaupt nichts mehr. Es ergab sich von selbst. Wer ist das hier? Du nanntest den Namen nicht. Das ist der Gerstein, Darsteller Tukuch. Und Gerstein ist was? Ein SS-Mann. Gerstein war ein SS-Mann, der bei seiner Einstellung in die SS als Chemiker verschwiegen hatte, dass er schon einmal wegen der Verteilung christlicher Flugblätter im KZ gesessen hatte. Und er ging in die SS, warum weiß ich nicht ganz genau. Jedenfalls wurde er, weil er Ingenieur und Mediziner war, mit der Eindämmung einer Fleckfieberseuche in einem Gefangenenlager, ich glaube in einem KZ, das weiß ich aber nicht genau, beauftragt und galt nun als Fachmann für Desinfektion und Gase und so weiter. Und dadurch hat er ganz früh von der sogenannten Endlösung erfahren und hat das sofort an die ganz große Glocke der Weltöffentlichkeit, nämlich an die Glocke des Vatikans, hängen wollen und versuchte beim päpstlichen Nunzius in der Rauchstraße in Berlin sein Wissen an den Papst zu bringen. Und hatte doch das große Glück, dass die nicht sofort angezeigt haben, als er in SS-Uniform in die Nunziatur eingebrochen war.
Und was hat er, also haben die ja das weitergeleitet? Bitte? Haben die das weitergeleitet? Das gewiss, aber es hat sie kalt gelassen. Die, er sagt ja, der Nunzio sagt ihm, ich bin nicht zuständig. Ich sage ihm doch, ich bin für Juden nicht zuständig. Er war eben Katholik. Und dieses zuständig ist dann ja auch sozusagen der Schlachtruf des Ricardo geworden. Und wenn er dann auf das Kruzifix zeigt und sagt, der fühle sich zuständig. Und hier jetzt, das ist hier sein Mitspieler oder so. Ja, das ist der Rebell, der Ungehorsame. Eine von mir frei erfundene Figur. Zugunsten, so wie du gehst wie ein guter Anwalt vor und sagst, also ich nehme an, dass im Vatikan ein Gewissen pocht. Ja, an untergeordneter Stelle. Im Grunde ein Hohelied auf die Kirche, dass sie einen solchen Mann wie den Ricardo hervorgebracht hat und dem es sogar glückt, in die unmittelbare Umgebung vor den Papst selber seine Botschaft bringen zu können. Den hat von Posa gewissermaßen. Ist so ja ist das. Den, bei ja, Schiller. Ja, ja? Den hat es nicht, den hat es tatsächlich eben nicht gegeben. Und die 3000, ich nannte die Zahl vorher schon, die 3000 Priester, die Hitler umgebracht hat, sind natürlich sogenannte kleine Leute gewesen. Und dieser Ricardo steht für sie. Und jetzt trägt dieser Ricardo dem Papst das vor oder redet er ihm ins Gewissen? Er bringt es Kraft der Stellung seines Vaters, der einer der höchsten Laien beim Heiligen Stuhl ist, bringt er es fertig, vom Papst selbst mit seinem Vater empfangen zu werden. Und zwar aber erst dann, als sogar in Rom die Juden verhaftet werden. Und Hat eine besondere Bedeutung, es ist ein einflussreicher Mann. Der Vater ist sozusagen der Finanzminister des Vatikans, ein Laie. Und den bringt er mit, ja? Er ist in der Lage, er kann allein eine wirkliche dank, Macht. Er kann allein dank des Vaters, kann er als kleiner Priester vor den Papst selber treten. Und dann erlebt er eben, dass sogar das Unfassliche für ihn Unfassliche geschieht, für uns Unfassliche, dass selbst als die Juden im selbst. In unmittelbare Umgebung des Vatikans deportiert werden, der Papst weiter schweigt. Es gibt ja sozusagen das Phänomen Realpolitik. Ja. Die hätte aber dafür gesprochen, dass sich der Papst gewissermaßen auch für die Nachkriegszeit natürlich. Gewissermaßen er hat das absichert. Er hat das gar nicht als ein großes Problem erkannt. Ja. Und es ist ja auch, wie ich es eben auch gesagt habe in der Pressekonferenz, selbst dem Sonderbeauftragten Roosevelt, des amerikanischen Präsidenten, nicht geglückt, ihn aus seiner Reserve herauszudrängen. Und ich habe dann an das Ende meines Stücks diesen traurigen Brief gesetzt, traurig aus heutiger Sicht, damals ein triumphierender Brief des Botschafters von Weizsäcker ans Auswärtige Amt nach Berlin. Der Papst hat sich, obwohl dem Vernehmen nach von vielen Seiten bestürmt, zu keinem Protest gegen den Abtransport der Juden hinreißen lassen. Und können wir hoffen, da weitere Aktionen in der Judenfrage hier in Rom nicht anstehen, dass damit dieses für das deutsch-vatikanische Zusammenleben so peinliche Problem liquidiert ist, von Weizsäcker. Ein schauerlicher Brief. Costa Gavras hat als kluger Filmer diesen Brief nicht für Bühnen, für filmwirksam gehalten, sondern hat ihn ersetzt, wofür ich ihm danke, durch ein Bild, wie der Arzt von Auschwitz, der berühmte Mengele, der Doktor von dem im Vatikan akkreditierten deutschen Bischof Hudal den Pass kriegt, nach dem Kriege den Pass bekommt, um nach Lateinamerika zu entkommen. Jawohl. Alles. Ja. Kann man das sagen? Es gibt eine Art negativen Imperialismus, negative Besitzergreifung, und dies ist das, was die Kirche hier auch tut. Eigentlich müsste sie fürsorgen, eigentlich müsste sie die Seelen quasi, wie in früheren Jahrhunderten. Sie wusste natürlich, dass sie Juden nur in aller seltenen Fällen missionieren kann. Es gibt relativ wenig Konvertiten.
Und es ist natürlich im Hinblick auf die Tatsache, dass ja Jesus auch ein Jude war und die Apostel waren Juden, ist natürlich vollkommen unbegreiflich, dass die Kirche diese, du nennst es Gleichgültigkeit, das ist noch neutral ausgedrückt, dieses verbrecherische Schweigen, Gefühlshärte, das ist das Wort, für die Abwesenheit von Gefühl gegenüber den Deportierten an den Tag gelegt hat, nur weil die Juden waren. Nach mittelalterlicher Theologie heißt das ja Akedia, ja? Die Härte, saure Kälte. Man muss natürlich sagen, leider, dass es zum Holocaust kein geschichtliches Beispiel gibt. Es gibt natürlich immer die Verfolgung Andersdenkender, Andersgläubiger, die Hexenprozesse. Ich las neulich im Spiegel, dass in einem Jahr in Bamberg 600 Frauen als Hexen verbrannt worden sind. Ich rief sofort meine Freundin als Chefin des Spiegelarchivs, Frau Bosse, an und sagte, was Sie da schreiben, kann ja nur ein Druckfehler sein. Ihr meint wohl 60, was auch schon schlimm ist. Und dann wurde das recherchiert und stellte sich heraus, es waren 600 Frauen in einem Jahr in Bamberg, zu einer Zeit, als Bamberg bestimmt nicht mehr als 3.000, 4.000 Einwohner gehabt hat, denn auch 200 Jahre später, zur Goethezeit, hatte die Haupt- und Residenzstadt Weimar nur 6.000 Einwohner. Also es ist natürlich auch eine Art von Holocaust schon gewesen, was die Kirche sich da mit den Frauen geleistet hat. Trotzdem gehe ich so weit zu sagen, für die Endlösung Hitlers gibt es in der Geschichte kein Beispiel, kein Vorbild. Auch die von Franz Werfel so wunderbar beschriebenen 40 Tage Musalak Ausrottung der Armenier kann ja, was die Systematik, die Einbeziehung sogar der Kursbücher der Deutschen Reichsbahn für die Züge in die Vernichtungsorte betrifft, kein Beispiel sein. Wie geht das hier aus? Ja? Gerstein ist angeblich als Selbstmörder in einem französischen Gefängnis erhängt gefunden worden. Wer auch nur eine Zeile von ihm gelesen hat und sein Leben beobachtet, der glaubt kein Wort davon. Ich bin überzeugt, er ist von Kameraden aus der Waffen-SS. Nach 45? Nach 45 von Kameraden aus der Waffen-SS, Kameraden in Anführungsstrichen, aufgehängt worden, als die gemerkt haben, dass er seine Aussagepflicht gegenüber der Geschichte ernst nimmt und wirklich sagt, was in den Lagern geschehen ist. Und das kommt auch im Film, wird das gesagt. Wird eigentlich inzwischen von der Kirche... Ich bin natürlich sehr betroffen, dass der Film Amen heißt. Es ist sehr eitel, wenn ich das jetzt sage, aber es ist nicht zu vermeiden. Das Buch ist unter dem Titel Der Stellvertreter in 28 Ländern erschienen. Zuletzt vor einem Dreivierteljahr in der Sowjetunion, also im heutigen Russland. Die haben das früher nie gedruckt. Dann muss man doch den Titel nicht ändern. Ich würde sagen, ein Stück, was in 28 Ländern unter dem Titel Le Vicaire, Il Vicario, The Representative, The Deputy und so weiter erschienen ist, muss doch nicht umgenannt werden. Da bin ich also mit Costa Gavras gar nicht anderer Meinung. Er hat durch dieses eindrucksvolle Plakat eines berühmten italienischen Designers, in dem er Amen aufs Hakenkreuz stellte, den Irrtum ausschließen wollen, als würde er das Schweigen sozusagen mit Amen absegnen. Ich hatte durch einen Anwalt, er kostet mich jetzt schon 15.000 Euro, durch einen Franzosen versucht, dagegen vorzugehen, aber es mir nicht geglückt, weil der Rowohlt Verlag und der Nordimmerer Hochhut tatsächlich einer Titeländerung im Vertrag zugestimmt hatten. Aber ich habe mir dann gedacht, er ergänzt das wenigstens. Der Gedanke des Verleihs. Ja, ich dachte natürlich. Ich finde es sehr dumm, aber ich habe dann nur noch durchgesetzt durch den Anwalt, dass wenigstens im deutschsprechenden Raum der Titel der Stellvertreter nicht zugunsten von Amen weggeschmissen wird. Ach so, also dann ja, und jetzt ist, also das Neueste ist, dass jetzt der Bischof von Paris oder der Kardinal von Paris, wurde mir heute Morgen durch Frau Costa Gavras gesagt, Protest gegen dieses Plakat erhebt.
Und Sie haben auch schon vorige Woche erlebt, dass die Hotels zum Beispiel sich weigern, das auszulegen. Als, das ist hier als, eine Idee vom Verleih, nicht? Eine starke Wirkung im Tempel. Ja. Also beim, und ich bin dagegen, aber ich bin rechtlos, kann nichts machen. Ja. Hat die Kirche eigentlich inzwischen dein Argument, also das ist ja Zeitgeschichte, was du beschreibst, Rama, angefangen zu respektieren? Es waren vorhin Vertreter der Kirche in der Pressekonferenz. Ja, ja, in der Pressekonferenz Vertreter des Vatikans, sagten Radio Vatikan, diese Frage gestellt. Und dann antwortete Costa Gavras, dass die vom Vatikan eingesetzte Historikerkommission vor etwa einem halben Jahr resigniert hat, weil sie tatsächlich im Archiv des Vatikans keine Spur dafür gefunden hat, dass jemals die Kurie gegen die deutsche Reichsregierung protestiert und auch nur ein Wort für die Juden eingelegt hätte. Das Wort Jude kommt im Sprachschatz von Pius XII. Nicht vor. Wie ist Pius XII. Gestorben? In respektablem Alter, ich glaube etwa mit 83, normal, wie man sagt. Er soll bis zuletzt Beethoven-Symphonien gehört haben. Das ist möglich, ja. Noch in seiner Todesnacht, ja. Ja. Er war ja sehr stark von seinem Magen her gefährdet und ist als sehr alter Mann, sehr elend wohl, gestorben, hat aber sich an der Musik festgekrallt. Mhm. Ja. 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 Aber Beethoven nutzt dann auch nichts. Nein, auch die Nazis hört Beethoven. Ich will um Gottes Willen das nicht vergleichen, aber das spricht ja in keiner Weise gegen Beethoven. Nur ist natürlich die Flucht in die Musik, in die Kunst sehr oft eine Ersatzhandlung gewesen auch. Auch Hitler hat sich immer bis zuletzt für Kunst interessiert. Das lenkt ihn eben ab von dem, was er eigentlich getan hat. Er hat ja auch in seinen Tischgesprächen niemals ein Wort über die Endlösung verloren. Überreste des Privatlebens eines Diktators.